Lilly dachte gar nicht daran, sich therapieren zu lassen. Sie fühlte sich frei wie nie zuvor. Sie konnte selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lilly, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet. Aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen. Auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende.